lauter, weil wir mal wieder Motoren. Die letzten Meter nach Haparanda sehen heute so aus. Wir haben Windstärke 4 und wie klar, sollte es anders sein. Wir fahren nach Westen und was haben wir? Westwind. Genau, also wieder nichts mit Segeln. Unser braver Motor, der macht das schon. So, wir haben jetzt noch genau 6 Meilen bis Haparanda. Der Himmel ist immer noch dunkel, der Wind kommt immer noch von vorne. Und wir müssen noch ein paar Mal abbiegen. Und in dieser Richtung, da liegt unser Haparanda. Das ist der Haparanda Hamm, nennt sich das, weil Haparanda Stadt ist etwas weiter weg. Ungefähr in dieser Richtung. Da werden wir dann wohl laufen, Fahrrad fahren oder mit dem Bus hinfahren. Und das da nennt sich Sonne. Ich guck auch mal kurz raus. Noch 3 Seemeilen bis Haparanda Hamm. Ich glaube, am Horizont kann ich den Hafen schon sehen, weil wir nämlich einmal um eine Insel herumfahren müssen. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich war ja hier noch nicht. Und natürlich haben wir die schwedische Flagge schon wieder oben. Bei der Arbeit werden schon mal die Fender aufgehängt, klar gemacht. So, wir haben jetzt noch knapp 2 Seemeilen bis zu unserem Ziel. Und da wir jetzt den Kurs geändert haben, um nach Haparanda zu kommen, etwas nördlicher, konnten wir den Motor ausstellen. Und, so wie wir gesagt haben, nach Haparanda segeln. Wenigstens die letzten Meter zum Hafen. Ohne Motor, nur mit Windkraft. Die Sonne lässt sich auch etwas blicken. Besonders kalt ist es nicht. Wir haben 16 Grad, sind aber trotzdem dick angezogen, weil auf dem Wasser ist es immer etwas kühler. Haparanda, wir kommen. Noch eine Seemeile bis zum Ziel. Wir sind angekommen. Das ist Haparanda Hamm. Die Stadt ist noch ein bisschen entfernt. Da müssen wir wieder Richtung Finnland fahren. Das ist ein unglaublicher Moment. Wir betreten das Clubhaus in Haparanda. Und finden genau das vor, was wir erwartet haben. Hier kann man was hinterlassen. Die meisten hinterlassen ihre Vereinswimpel. Und das, genau das Gleiche werden wir auch tun. Also, ich filme jetzt unsere Haparanda-Party. Die Teller sind leer. Die Salatschüssel auch. Wir haben bereits lecker gegessen. Es gab Spare Ribs und irgendwelche Fleischspießchen von Lidl, macht ja nichts, aber die waren richtig gut. Da ist unser Feuerchen, was unser Feuermeister natürlich perfekt angemacht hat. Und jetzt gibt es zum Nachtisch leckere, na wie heißen sie denn? Marshmallow.
Oh, ist das lecker. Die Haparanda-Party. Wir sind angekommen. Und so sieht es hier aus. Im Hintergrund das gelbe Haus ist das Vereinshaus von Haparanda. Da hängt jetzt der SKCN-Wimpel, der Stander. Und das ist der Hafen. Auch hier sind keine deutschen Boote. Naja, doch eins. Wir. Die Stadt Haparanda ist 16 Kilometer entfernt. Da werden wir morgen mit dem Fahrrad hinfahren. Ein Bus fährt zwar auch, aber da hätten wir nur 3 Stunden Aufenthalt. Und das ist uns zu wenig. Also heißt es strampeln.